Wenn ihr wie ich mit dem Dekorieren immer ein bisschen später dran seid, dann gibt es heute für euch 3,5 einfache und minimalistische Do-it-yourself Weihnachtsdeko-Ideen. Und das erste Projekt sind diese goldenen Christbaumhängerle. Die machen wir aus so einer Art Salzteig, nur dass es kein Salzteig ist, sondern der aus Speisestärke, Natron und Wasser besteht. Die Zutaten und anderen Sachen, die ihr braucht, die schreibe ich euch alle in die Infobox. Diese Masse dann aufkochen und so lange rühren, bis so eine kartoffelbreiartige Konsistenz entsteht. Und das dann ruhen lassen, so wie ein Mürbeteig eigentlich in Frischhaltefolie eingewickelt im Kühlschrank, bis der Teig richtig schön fest ist und man den gut ausrollen kann. Da gebe ich euch jetzt gleich mal einen Tipp, weil ich das nämlich richtig verkackt habe. Ich habe viel zu viel Speisestärke dazu. Ich dachte, das funktioniert so ähnlich wie bei Plätzchen ausrollen mit dem Mehl, weil der Teig bei mir noch zu klebrig war. Und danach sind mir dann leider die ganzen einzelnen Formen beim Trocknen eingerissen, weshalb ich dann auch nochmal nacharbeiten musste. Deswegen lasst ihn einfach lang genug im Kühlschrank, bis er richtig kalt ist und die Teigkonsistenz sich einfach gut ausrollen lässt. Und dann sollte euch das nicht passieren und nicht zu viel Speisestärke dazu tun. Hier habe ich dann noch mit einem Strohhalm überall Löcher reingemacht, damit man das später auch schön aufhängen kann. Und dann habe ich es einfach über Nacht trocknen lassen. Ich habe mich noch an dem selbstgemachten Kerzenständer versucht, weil ich habe das auch auf Pinterest gefunden und dachte, das sieht dann vielleicht ganz süß aus. Aber das hat auch eher semi-gut funktioniert. Da sieht man auch nochmal bei den Ausstecherle-Formen, dass das dann hier so eingerissen ist, leider. Deswegen musste ich da nochmal mit so einer Mischung aus Kleber und Acrylfarbe ran. Das habe ich mir einfach zusammengemixt und habe damit so die Rillen aufgefüllt. Und weil es danach dann eher uneben war, habe ich es nochmal mit Schmirgelpapier abgeschmirgelt. Also alles in allem war es eigentlich ein ziemlicher Fail. Aber wie gesagt, wenn ihr den Teig einfach länger ruhen lasst und nicht so viel Speisestärke dazu tut, dann sollte das besser funktionieren. Ich habe es dann eben deswegen noch Gold angesprüht, weil ich dachte, okay, dann sieht es wenigstens von der Farbe her schön aus. Ansonsten könnte man das auch einfach weiß lassen. Und dann einfach noch überall die Schnüre durch, damit man es auch schön aufhängen kann. Und jetzt noch die halbe Idee. Ich habe nämlich noch Orangenscheiben getrocknet bei 100 Grad im Ofen, so für 2 Stunden. Und die kann man dann auch ganz süß aufhängen. Genau, das ist dann das fertige Ergebnis. Also wie gesagt, es ist ein bisschen schief gelaufen, aber im Endeffekt finde ich, ist es eigentlich ganz süß geworden. Und mit den Orangenscheiben sieht auch besser aus als gedacht, muss ich sagen. Und dann kommen wir schon zum nächsten DIY. Und zwar sind es diese gedrehten Kerzen. Die habe ich jetzt voll oft auf Instagram gesehen. Und ich sage euch gleich mal vorab, es funktioniert nicht mit kochendem Wasser. Dann klebt euch das nämlich alles zusammen. Es funktioniert auch nicht mit beschichteten Kerzen, weil die Beschichtung geht dann nämlich runter und sieht blöd aus. Und es geht auch nicht mit diesen dicken Stumpenkerzen. Aber hey, jetzt hat wenigstens schon mal jemand alle Fehler für euch gemacht, sodass ihr sie nicht mehr machen müsst. Womit es dagegen aber schon geht, sind unbeschichtete Kerzen und warmes Wasser, also so, dass ihr auch die Hand noch reinhängen könnt. Und dann kann man die Kerzen nämlich, wenn man die so eine Viertelstunde da drin hatte, ganz leicht bearbeiten. Ich habe das hier mit so einem alten Marmeladenglas ein bisschen eingedellt, damit ich es dann besser drehen kann. Und auf der anderen Seite auch nochmal, ich weiß nicht, ob man das unbedingt machen muss, aber man konnte dann diese Plattenstellen quasi super so seitlich eindrehen, wie man hier sieht. Und das hat dann eigentlich wirklich gut funktioniert und war richtig einfach. Dann noch mit kaltem Wasser abschrecken, damit das alles ordentlich in Form bleibt. Das letzte DIY ist dieser Ast mit Tannenzweigen dran. Und zwar braucht ihr dafür eine Schere, eine Schnur, einen Ast und noch getrockneten Lavendel hatte ich hier noch und dann diese Tannenzweige. Ich habe mich dann einfach vor den Ast hingesetzt, habe das versucht so zu positionieren, wie ich dachte, dass es ganz schön aussieht und bin dann auch zwischendurch immer wieder aufgestanden, um zu gucken, ob es auch von der Weite gut aussieht, wie ich die so verteilt habe und habe es dann
erst die Schnüre da so drüber gelegt und am Ende festgebunden, als ich mir sicher war, dass ich es auch so haben will. So, und das ist dann auch das fertige Ergebnis. Man könnte jetzt optional auch noch eine Lichterkette rumwickeln. Das werde ich wahrscheinlich auch noch machen, weil, wenn wir mal ganz ehrlich sind, Lichterketten machen irgendwie einfach alles besser. Das war auch schon unser Video und wenn euch das Video gefallen hat, dann würden wir uns natürlich sehr über einen Daumen nach oben oder ein Abo freuen und bis zum nächsten Video. Ciao!